Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bauprojekt. Wir spielen Sims 4, aber hier bei unserem Häuschen darf ich pro Raum nur ein bestimmtes Budget nutzen, welches wir erwürfeln werden, beziehungsweise das entscheidet das Glücksrad für uns. Zur Auswahl stehen 0 Simoleon, 100, 500, 666, 1000 und dann halt noch mehr. Das Haus habe ich selber gebaut, findet ihr in der Galerie und hier auf dem Kanal auch als Speedbild. Und ich hoffe, das Glück ist mir heute hold. Get ready, 3... 3, 2, 1. Ich sollte nicht mit dem Mittelfinger anfangen zu zählen. Oh, Entschuldigung. Wir fangen mit dem Flur an. Das sind diese beiden Stücke zusammen. Die kombinieren wir. Und 3, 2, 1, let's go. Und wir dürfen 666 benutzen. Um es mir leichter zu machen, habe ich mal die Haushaltskasse auf den entsprechenden Betrag gesetzt. Und jetzt geht's los. I'm ready to go. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding einrichten soll gerade. Ich kann hier so ein richtig fancy Ottomane hinpacken. Und jetzt habe ich nur noch 456 Simoleon. Das geht ja richtig gut los. Fange ich, glaube ich, vielleicht eher mit der Tapete an? Was nehmen wir denn da für eine Wand? Oh, ich mag ja dieses Orange gerade, ne? Oh, aber das ist nicht unbedingt eine Flurtapete. Das ist eine Flurtapete. Ich will das mal versuchen, ein bisschen moderner einzureichen. Guck mal, so eine richtig schön weiße Tapete mit Dreiecken drauf, die man nicht sieht, weil das einfach alles viel zu grell ist. Können wir da so einen richtig schönen Fancy-Pansy-Boden nehmen? Oh ja. Oh ja. Guck mal, das kostet gar nicht so viel. Wir haben noch 400 Simoleon über. Und Pflanzen gehen halt auch immer, würde ich sagen. Da stellen wir hier und da einfach ein kleines Pflänzchen hin. Ein schönes Abschlusszertifikat. Hier wäre halt so eine Garderobe nice. Hier so richtig fancy Garderobenkram. Und wir haben nur noch 135 Simoleon. Okay, das war jetzt nicht das Klügste, was ich getan habe. Aber wir könnten noch schöne Vorhänge nehmen. Warum sind die alle so teuer? Guck mal, ich nehme mir diese Billigdinger. Gar nicht so billig. Guck mal, wie stimmig das eigentlich aussieht. Aber so ein bisschen Bodenbelag fehlt noch. So ein Teppich wäre halt nett. Warum sind die alle so teuer? Spinnt ihr? Welcher Sim soll das denn bezahlen? Oh mein Gott, der kostet genau 100. Der kostet 90. Wow, okay. So schlecht sieht das nicht aus. Also es geht. Für den Raum hat es halt irgendwie dann nicht mehr so gereicht. Kriegen wir noch irgendwas für 10 Simoleon? Zeitungspapier. Ja, Zeitungspapier. Guck mal, der Raum wird einfach noch gestrichen. Weil der auch gar nicht die Tapete hat. Der Raum wird noch gestrichen. Das ist sowieso die Idee, Leute. Guck mal, ich habe hier nämlich noch Streichgerümpel. Das Ding wird gestrichen. Habe ich noch 2 Simoleon über. Das reicht für das Ding. Guck mal. Jetzt macht das Sinn. Und 1 Simoleon haben wir noch über. Das investieren wir in Farbkleckser. Oh, da muss man echt schrubben, dass der Boden da nicht runter leidet. Hä, warum haben wir immer noch 1 Simoleon? Jetzt. Okay, dann halt so. Der Raum wird noch gemacht. Das ist meine Ausrede. Das Badezimmer. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Wie sollen wir denn 10.000 Simoleon ausgeben? 10.000 Simoleon für ein Badezimmer. What? Oh Gott, ich habe vergessen, was ein Badezimmer ist. Sanitär. Sanitär ist Badezimmer. Okay, also können wir richtig Geld raushauen. Das ist ja schön. Guck mal, die kostet 1.900. Kann man mal machen. Was ist so hier das Teuerste? Wir müssen hier auf 0 kommen, Leute. Also so nah an 0 ran, wie es halt nur irgendwie geht. Guck mal, das können wir. Das wird einfach golden. Golden. Also wenn die nicht beim Kacken happy sind, dann weiß ich halt auch nicht. Guck mal, ein goldenes Klo. Es wird einfach so luxuriös. Es ist einfach zum Dahinschmelzen. Und dann diese Badewanne, weil die hier irgendwie so ein bisschen golden aussieht. Ich weiß nicht, was wir da noch machen können. Also wir haben hier bestimmt noch richtig schön teuren Fliesenboden. Wir müssen nochmal nach ganz unten scrollen, weil da sind immer die teuren Sachen. Dann brauchen wir noch Fliese. Auch wieder ganz runter scrollen. Aber die ist hässlich. Haben wir hier was Schöneres? Oh ja, guck mal. Also, ich weiß ja auch nicht, aber das... Wie sollen wir denn noch 3.000 Simoleon für ein Badezimmer ausgeben? Kann mir das mal jemand erklären? Das geht nicht. Was ist denn hier der teuerste Spiegel? Der teuerste Hängespiegel? Will doch nur einen aufhängen. Hier. Oh, wow. Also das ist auch irgendwie ein Highlight, weil so habe ich noch nie irgendwie ein Badezimmer eingerichtet. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch alles reinklatschen soll, dass das hier irgendwie halbwegs Sinn macht. Guck mal, das, gehört das so? Ach, sollen das Muscheln sein? Ich dachte, da verschwindet was in der Wand drin rein da. Bilder, mit Bildern können wir gut Geld rausschmeißen. Das ist gut, die teuersten Bilder, guck mal, die können wir schon gar nicht mehr leisten. Hier so ein Seefahrerbild. Oh mein Gott, das sieht einfach wirklich pompös aus. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Das ist einfach wahnsinnig. Wahnsinnig luxuriös. 365, okay. Jetzt kriegen wir da noch so einen schönen Badvorleger. Wie wäre es mit dem? Das ist schön plüschig. Warum kostet der nur 15? Warum ist der so billig? Wir brauchen irgendwas richtig Teures. Können wir da einfach einen Goldbarren oder sowas reinlegen? Können wir da noch eine teure Pflanze hinstellen? Jo, hier wächst halt was aus der Toilette raus. Oh mein Gott.
Ich finde das gerade witziger, als ich sollte. Aber hier können wir wirklich noch eine Pflanze hinstellen. Guck mal, so. Dann können wir das nämlich so nach hinten rutschen. Und das kommt dann dahin. Und hier kommen, keine Ahnung was, wir haben immer noch 310 Simoleon. Das ist doch nicht wahr. Was können wir denn hier noch auf den Kopf hauen hier? Ach, das ist jetzt auf einmal zu teuer. Das hätte hier jetzt voll gut noch hingepasst mit 2000 Simoleon-Dings hier. Weil das Bild zu teuer war. Hier, kacke da. Jetzt will ich halt auch irgendwie bei dem Goldthema bleiben, ne? Das ist einfach so ein luxuriöses Badezimmer. Das hat im Leben noch keiner gesehen, geschweige denn besessen. Wow, Klopapier brauchen wir. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Wir müssen ja trotzdem noch unsere Geschäfte erledigen. Wir haben noch 125 Simoleon. Okay, das kriegen wir hin. 35 Simoleon zum Zähneputzen. Das leveln wir einfach ein bisschen hoch. So, das wird dann da drauf gestellt. Und hier Seife haben wir auch. Jetzt kommt der ganze Kleinkram, Leute. Aber wir haben nur noch 35 Simoleon. Das ist gut. Perfekt, wir müssen irgendwo die Handtücher noch hinwerfen. Aber wo? Oder finden wir irgendwie noch so ein Bild, was wir da hinhängen können? Irgendwas für 35? Ein Dino-Bild. Eine Papierlaterne. Gibt's hier einfach Wolken? Ist doch nicht schön. Das Ding kostet 35. Das Ding ist es, Leute. Das ist es. Das leveln wir hoch. Das machen wir eine Stufe kleiner. Dann stellen wir das da drauf. Es ist einfach das wunderschönste Badezimmer, was ich je gemacht habe. Das teuerste in jedem Fall. Boah, wir sind mit der Küche dran. Also das Badezimmer, das war jetzt echt anstrengend. Den kleinsten Raum, so viel Geld. 100, 100 für die Küche. 100 Simoleon für die Küche? Da kriege ich nicht mein Herd für. Das ist doch der billigste Herd, kostet 235. Und der ist gebraucht. Kühlschrank kriege ich auch nicht dafür. Kriege ich überhaupt irgendwas dafür? Kann ich einen Grill haben? Der billigste Grill kostet 600. Da muss doch irgendwas rein, was Essen bringt. Oh, ich weiß was. Das wäre unsere letzte Hoffnung, dass das eine funktionale Küche wird, Leute. Bei Kleinkinder und bei Outdoor meine ich auch, haben wir nämlich Kühlboxen, wo Essen drin. Auch dafür haben wir nicht genug Geld. Ist es bei Outdoor-Leben günstiger? Nein, das kostet 145. Oh, das soll eine funktionale Küche sein. 100 Simoleon, das ist einfach traurig. Also, ich bin jetzt im Debug und wir können uns eine Birne leisten. Es ist eine funktionale Küche, weil es gibt da was zu essen drin. Guck mal, eine Erdbeere ist auch drin. Es ist schade, dass wir für 8 Simoleon nicht noch irgendwie... Guck mal, wir kriegen noch Spinat. 3 Simoleon haben wir noch. Das wird eine richtige Mahlzeit. Und dann haben wir einen Topf. Dann können wir die Sachen hier nämlich auch reinpacken. Guck mal, hier sieht es schon fast wie eine Küche aus. Haben wir noch irgendwie eine Soße dafür oder irgendwas zum Trinken? Wir können Geldhaufen platzieren, aber Geld kann man nicht essen. Guck mal, ein Glas Wasser ist auch drin. Kommt voran. Das gute Olivenöl zum Runterspülen. Eine Gabel. Ich habe ein bisschen Hähnchenfleisch gefunden. Das kann auch in unseren Kochtopf. Das wird eine leckere Mahlzeit. Guck mal, ich habe sogar Pizza gefunden. Und Cocktail gibt's auch. Zack. Oh, ist ein leeres Glas. Aber egal, dann haben wir halt noch ein Gläschen fürs Olivenöl. Und fertig ist unsere wunderschöne Küche. Okay, das Wohnzimmer ist dran. 100 Simoleon. Yay! Wir haben so viel Glück heute. Aber wisst ihr was? Das ist schon ein bisschen realistisch hier mit der Küche und dem Wohnzimmer, weil die haben ja das ganze Geld auch einfach ins Badezimmer gesteckt. Was will man machen? Dann hat man halt nichts zum Sitzen. Ach, guck mal, wir können uns Stühle leisten. Wir können uns einen Stuhl leisten. Entschuldigung. Guck mal, wir haben... Vielleicht wird das auch einfach ein Esszimmer. Guck mal, wir haben... Können wir uns 4 Stühle leisten? Wow! Dann kriegen wir vielleicht auch noch einen Tisch hin. Oder? Oder nein? Ja, doch. Nö. Vielleicht dann doch nur 2 Stühle? Können wir uns immer... Doch. Hier, das ist unsere Essecke. Hier wird lecker gefrühstückt mit dem lecker selbstgekochten Essen aus der Küche. Never mind. Wow, das ist der Teppich. Das ist der letzte. Der letzte Schrei ist das. Wir machen den sogar ein bisschen größer. Guck mal, sieht auch kacke aus, aber jetzt sieht es wenigstens nicht mehr so leer aus. Haben wir dann noch eine andere Farbe. Ja, wunderbar. Wird halt auch noch renoviert. Ist halt genau wie unser Flurabteil da. Aber hey, wir haben noch 20 Simoleon und damit können wir bestimmt irgendwas Cooles noch machen. Also irgendwas vielleicht. Ja, hier wird einfach auch wieder gemalt, Leute. Hier kommt noch ein Stift hin. Und keine Ahnung, was das ist. Guck mal, hier haben wir ein richtig herzzerreißendes Bild. Das kann hier drauf. Das ist sogar wirklich süß, das Bild. Wer hätte das gedacht? Hier so zum Abschubbern und hier noch so eine Rolle. Und dann haben wir doch bestimmt auch die Tapete dafür, oder? Oh, wir haben 0 Simoleon. Aber jetzt will ich dann doch irgendwie
die das Dingste haben. Guck mal, das wird hier alles noch frisch sauber gemacht hier. Es wird alles noch gestrichen. Guck mal, so viel Geld, wir wissen gar nicht, wohin damit. Guck mal, dann können wir doch das kaufen, weil wir jetzt nämlich Geld für die Tapete zurückgekriegt haben. Und wir packen da einfach Kisten hin und dann fällt das nämlich überhaupt niemandem mehr auf, dass das Haus eigentlich so richtig scheiße aussieht. Tada! Wir haben die letzten Simoleons jetzt ausgegeben. Hier haben wir unsere Sitzecke und hier wird halt jetzt auch noch renoviert. Aber es hat tatsächlich für ein wichtiges Möbelstück gereicht. Hey, immerhin. Dann braucht man halt nicht so viel Geld fürs Badezimmer ausgeben. 10.000. Wir dürfen wieder 10.000 ausgeben. Oh mein Gott. Es ist halt entweder so gar nichts und komplett broke oder so richtig Reichtum. So Mittelmaß. Kennt diese Familie, die hier wohnt, nicht. Wir reden nicht drüber, dass das Hubby und ich sind mit unseren Katzen, dass wir hier eigentlich wohnen. Wir gönnen uns ein richtig fancy Bett. Ich glaube, hier muss ich mich wirklich überhaupt gar nicht mehr so zusammenreißen, weil ich glaube, das Geld reicht hier locker. Ich glaube, da muss ich überhaupt nicht drauf achten, was ich ausgebe. Ich glaube, ich muss da eher Angst haben, dass ich alles ausgebe. Guck, das kommt einfach dahin, da oben drüber. Oh, eine richtige Spiegelwand. Das ist auch noch ein voll schönes Bild. Das kann da drüber. Habi muss immer früh aufstehen. Ich auch, aber sie weckt mich halt immer. Deswegen brauche ich keinen Wecker. Wir machen hier so richtig schöne Lampen hin. Und Boden. Wir können so einen richtig schönen, kuscheligen Teppich hier reinhauen. Guck mal, wir haben ja das Geld, ne? Ja, so einen richtigen Plüschteppich. Ja. Tapete. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, du. Also in unserem echten Schlafzimmer ist ja eine Sternchen-Tapete, aber das haben wir hier nicht. Also über Blümchen? Nee, keine Blümchen. Die Tapete ist nice. Ich glaube, ich will die. So, der letzte Simoleon ist weg. Ich habe so viel in Deko und Bilder reingeballert. Es ist ein super teures Schlafzimmer, auch wenn das tatsächlich gar nicht so aussieht. Und das triggert mich irgendwie, dass das hier so abgeschnitten ist. Das sieht irgendwie doof aus. Uff, wir haben sogar so einen süßen kleinen PC. So ein Tablet-Ding, schätze ich. Wow, das hat lange gedauert. So, Garage. Guck mal, wir haben kein Kind. Wir haben Katzen. Dann richten wir ein Katzenzimmer ein. Ja, wir machen da einfach ein Katzenzimmer draus, als statt ein Kinderzimmer. Guck mal, das ist voll die gute Idee. Alles klar. Katzenzimmer, wie viel Geld dürfen wir rein investieren? Komm mal, 500? Okay, 500 ist süß. Oh Gott, ich dachte schon, ich kann mir nichts leisten. Oh Gott, ich muss ja das Geld auch eingeben. Meine Güte. So, wir haben 500. Hier im Spiel haben wir gerade 4 Katzen. Okay, eigentlich muss ich da noch Lumi und Noxi dazu holen. Uiuiui. Okay, ich gebe einfach mal 3 Näpfe, einfach weil wir aktuell 3 Katzen haben, wenn das jetzt nicht zu teuer wird. Ich möchte denen so ein richtig schönes Spieleparadies bieten. Ich will denen so einen richtig schönen, kuscheligen Boden geben. Guck mal, in einer schönen, warmen Farbe. Ist für mich braun, nicht grau. Also, falls ihr euch wundert. Und ein schöner, ja, eigentlich sowas richtig Schönes zum Krallen, Betzen und Knabbern und Runterkratzen. Ist für uns Menschen nicht schön, aber ich glaube, für Katzen ist die Tapete, glaube ich, ziemlich geil. Guck mal, reicht sogar für so einen richtig schönen, großen Kratzbaum. Gerne auch ein bisschen bunter. So ein Blau. Lila ist auch geil, oder? Komm mal, wir nehmen Blau. Wir nehmen so ein richtig schönes Blau. Dann darf so ein Kratzding natürlich nicht fehlen. Was haben wir hier noch? Futter. Darf auf gar keinen Fall fehlen. Jetzt haben wir ein Problem und wir haben keine Hunde. Wir haben Kitty Caddies. Hier packen wir noch so Zeitungen hin oder so. Aber wohin? Ich glaube in die Ecke, weil dann kann hier so der Kuschel- und Spielplatz sein. Weil hier muss ja noch ein Katzenklo hin. Wo ist Katzenklo? Hier. Aber komm, bei Sims reicht ein Katzenklo. Bei Sims geht das schon voll klar. Wir packen das jetzt hier rüber. Und Spielsachen möchte ich auf jeden Fall noch. Hier diese Maus, die ist süß. Guck mal, wir können sogar ein paar mehr Mäuse verteilen. Das ist cute. 19 Simoleon haben wir jetzt hier noch. Aber ich weiß nicht, was wir hier bekommen. Hier nur Katzen sind willkommen. Ja, auf jeden Fall. Hunde haben hier drin nichts zu suchen. Und was kann ich denn noch so geben? Hier Simoleon haben wir noch. Das kostet 1. Ja, dann kleben wir hier doch einfach noch Pfötchen dran, oder? Mal 1, 2, 3, 4. Und schon ist das Katzenzimmer fertig und wir sind bei 0 Simoleon. Und das ist das eingerichtete Haus. Ey, ich bin richtig schock. Also besonders das Badezimmer macht mich fertig. Gerade im Kontrast dazu einfach die Küche. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, nach welchen Kriterien ich das nächste Haus einrichten soll. Vielleicht habt ihr auch Lust, mir tatsächlich ein Haus zu bauen, was ich einrichten kann für solche Projekte. Damit wir auch nicht immer so das Gleiche nehmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.